Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich muss leider eine Kleinigkeit korrigieren. Wir haben in Deutschland etwas, das sich Gewaltenteilung nennt. Und da gibt es die Exekutive, die Legislative und die Judikative. Und die Exekutive ist die Bundesregierung und die diskutiert nicht in Ausschüssen. Das macht die Legislative. Also im Bundestag wurde ich öfter mal angehört. Die Bundesregierung hört nur selten auf mich, wie man jetzt auch gerade bei der technischen Richtlinie Routersicherheit wieder gesehen hat, die sich leider nicht so gestaltet hat, wie wir uns das vorgestellt haben vom Chaos Computer Club. Aber das verwechselt man sehr häufig, ich auch, insofern ist das, nehme ich das nicht übel. Ich wollte nur sagen, mit der Regierung habe ich nichts zu tun. Ich bin eingeladen worden, oder zumindest als Grund für meine Einladung wurde eine Stellungnahme genannt, die ich vor ein paar Jahren verfasst habe, vor 2 Jahren, glaube ich, über Risikomanagementsysteme, wo es im Prinzip hauptsächlich darum geht, wie überhaupt Computer Entscheidungen treffen. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Ich werde da ein bisschen vereinfachte Modelle nehmen, weil ich eine gesellschaftliche Perspektive auf das ganze Thema nutzen möchte oder annehmen möchte. Wurde gewarnt, dass Informatiker im Raum sind, die werden meinen Ansatz zum Erklären des maschinellen Lernens nicht für vollständig halten. Ich denke, dass er aber als Modell vollständig ausreicht, um die Punkte und Argumente zu bringen, die ich bringen möchte. Und zwar beobachte ich seit längerer Zeit die Debatten, die wir darüber führen, was denn die Automatisierung unserer Gesellschaft bringen wird. Ja, also wir machen uns ja sehr viele Gedanken darüber, was mit der Automatisierung passieren wird. Zum Beispiel, dass irgendwie schlechte Tätigkeiten irgendwann nicht mehr für den Arbeitsmarkt verfügbar sind und wir Menschen nicht mehr zwingen können, die zu tun, weil wir sie noch nicht einmal mehr brauchen, um das zu tun. Und da machen wir uns große Gedanken drüber und ich wollte in meinem Vortrag heute ein bisschen, zumindest vor der Diskussion, ein bisschen darauf eingehen, ein paar diskursive Ablenkungsmanöver aus dem Weg zu räumen. Und das erste diskursive Ablenkungsmanöver, was mir tagtäglich begegnet, ist dieser Begriff der autonomen Fahrzeuge. Ja, selbstfahrende Autos können Sie auch ersetzen durch selbst einkaufende Kühlschränke oder sowas. Sie finden in der heutigen Diskussion alles Mögliche, was jetzt irgendwas selbst tun würde. Und in der Abhängigkeit davon sofort die Diskussion darüber, was das denn ist, wen können wir dafür verantwortlich machen, wenn der Kühlschrank, was weiß ich, einen Joghurt bestellt hat, der uns nicht schmeckt. Oder wenn das Auto jemanden überfahren hat, den wir gar nicht überfahren wollten. Deswegen zuerst einmal aufräumen mit dem Begriff des autonomen Fahrzeugs. Im Prinzip ist die Idee der Autonomität schon damit hinfällig, dass diese Autos irgendwie ein System aus mehreren 10 oder 20 Satelliten brauchen, die um den Planeten kreisen, nur um ihre Positionen festzustellen. In der Definition von Autonomie ist das relativ nicht erreicht. Ja, also wenn Sie mehrere Satelliten brauchen, die den Planeten umkreisen, dann sind Sie nicht autonom. Die weitere Diskussion, die sofort kommt, wenn man über autonomes Fahren redet, und ich kann sie nicht mehr hören, ist die Diskussion über das Trolley-Problem. Ja? Haben Sie bestimmt auch schon einmal geführt, die Überlegung, das Auto fährt geradewegs auf einen fürchterlichen Unfall zu und hat jetzt hier, wie im Bild, die Gelegenheit, mehrere Menschen auf einmal zu erledigen. Und es gäbe jetzt hier eine wie auch immer geartete Person, Entscheidungsgewalt, Männchen, dass jetzt eine Entscheidung treffen muss, ob nun eine andere Person getötet wird, die vielleicht in Varianten jünger ist oder was weiß ich, bessere Beiträge in die Krankenversicherung eingezahlt hat. Das können Sie sich im Prinzip auswählen, wie die Diskussion geführt wird. Entscheidend ist, dass hier eine gezwungene Entscheidung angenommen wird, die eine Maschine trifft. Und diese Entscheidung betrifft Leben oder Tod von unterschiedlichen Personengruppen. Das Trolley-Problem ist nach meiner Kenntnis in der Geschichte der Menschheit so gut wie nie aufgetaucht und wurde vor kurzem von einem zweijährigen Kind gelöst. Uh-oh, Nicholas, Hier this sehen Sie das train is Kind gonna mit dem crash into these Problem five präsentiert. people.
Should we move the train to go this way, or should we let it go that way? Which way should the train go? Und Sie sehen hier das, was Informatiker Optimierung nennen. Problem gelöst. Aber ungefähr, also das Schöne als dieses Kind hätte man nicht zeigen können, dass diese Debatte gerade in Betrachtung von autonomen Fahrzeugen völlig fehlgeleitet ist. Das, was heute an, oder was irgendwann einmal autonome Fahrzeuge sein werden, oder uns als selbstfahrende Autos verkauft werden soll, werden keine selbstfahrenden Autos sein, so wie wir als Menschen übermüdet, betrunken, abgelenkt beim Telefonieren Fahrzeuge steuern, sondern das werden mehr oder weniger sich abstimmende Flotten sein. Und in der Situation des Trolley-Problems, wo irgendwo auch nur die Wahrscheinlichkeit besteht, dass irgendwo ein Kind mit einem Ball auf die Straße rennt, wurde das Kind im Zweifelsfall schon 5 Autos vorher gesehen und der gesamte Verbund an Autos bremst ab. Selbst wenn das nicht so sein sollte, ist, glaube ich, relativ klar, dass wir mit autonomen Fahrzeugen eine wirklich radikale Verringerung an Unfalltoten haben werden. Denn die vielgelobten Menschen fahren monatlich ungefähr 300, also zwischen hier 180 und 350 ihrer Artgenossen zu Tode, jeden Monat. Egal wie schlecht sie ihre autonomen Autos programmieren, so viele Menschen werden die gar nicht töten können. Das heißt, wir werden durch die Einführung eines autonomen Fahrsystems auf jeden Fall eine ganz radikale Verringerung an Unfalltoten haben. Trotzdem fällt uns nichts Besseres ein in der Gesellschaft, als darüber zu diskutieren, wo in diesen Autos dann die Entscheidung getroffen werden soll, ob sie nun eine Rentnerin überfahren oder ein Kind, ob sie mehrere Personen überfahren oder weniger. Ohne sich die Frage zu stellen, dass wir als Menschen diese Entscheidung zu treffen in der Regel überhaupt nicht imstande wären. Wenn Sie einen Autounfall bauen, hoffentlich passiert Ihnen das nicht, aber es ist ungefähr so, scheiße, bumm. Da können Sie nicht sagen, nehme ich jetzt die Rentnerin oder nehme ich das Kind oder vielleicht doch lieber einen Mann oder so. Das steht Ihnen gar nicht zur Verfügung. Es wird diesem Auto auch in der Form nicht zur Verfügung stehen. Es wird einfach ganz automatisch die Wahl nehmen, keinen zu überfahren oder ein fürchterliches Blutbad anrichten, genauso wie Sie auch. Und bei Ihnen würde man da auch kein Problem draus machen. Ja? Da hat man dann irgendwie Verkehrsregeln für und dann zahlt eine Versicherung. Also es ist nicht die einzige Scheindebatte, die wir in dieser Gesellschaft führen. Und ich würde gerne heute ein bisschen auf die Debatten kommen, die ich für relevanter halte, dass wir sie heute führen müssen. Und dafür brauche ich ein paar Definitionen. Erste Definition, auch so ein Wort, was sehr viele Menschen verwenden, Big Data. Ich habe das, stelle das immer fest, dass so in meiner beruflichen Tätigkeit so Vorstände oder Geschäftsführer zu mir kommen und sagen, wir wollen auch was mit Big Data machen, was könnten wir denn da nehmen? Und dann sagt man, ja, welche Data haben Sie denn? Ja, so ein bisschen. Ja, was wollen Sie denn damit machen? Ja, Geld. Aber keine Ahnung, überhaupt gar keine Überlegung, gar keine Ahnung, dass dieses Unternehmen unter Umständen über einen, sag ich mal, relativ überschaubaren Datenschatz verfügt, den man in sehr kurzer Zeit analysieren könnte in Rücksicht auf alle Fragen, die sich jemandem stellen könnten und der keinerlei Chance auf monetäre, ökonomische Verwertbarkeit unter Datenaasgeiern hätte. Interessant bei Big Data ist, also einige von Ihnen haben es vielleicht schon gemerkt, wir analysieren schon lange mit Computern Daten, ja, auch schon seit ungefähr so lange, wie es Computer gibt, denn nur dafür haben wir sie erfunden. Big Data bezeichnet im Prinzip die Grenze, wo die Datenmenge zu groß wird, zu komplex, zu schnelllebig und zu schwach strukturiert, als dass wir sie sinnvoll mit einem einfachen Algorithmus analysieren könnten. Also immer dann, wenn Datenanalyse eigentlich nicht mehr möglich ist,
dann reden wir von Big Data, um damit über Methoden zu reden, mit denen wir diesen Daten vielleicht doch noch Herr werden könnten. In dem Zusammenhang muss natürlich das nächste Wort definiert werden, der Algorithmus. Oha, das war jetzt ein bisschen schnell. Jetzt habe ich, jetzt sehen Sie schon, worauf ich hinaus will. Der Begriff Algorithmus, ein ausreichend komplexes Stück Programmcode, das auch der Programmierer nicht mehr versteht, was es tut. Dafür wird der Begriff Algorithmus verwendet. Also immer dann, alles andere ist Code, ja? Aber wenn jemand keinen Bock mehr hat, das zu erklären, dann ist es Algorithmus. Und wenn Ethiker oder Philosophen dann auf einmal darüber diskutieren wollen, dann ist alles Algorithmus und Algorithmenethik, ja? Weil das Feld muss sich ja irgendwie auch weiterentwickeln. Dabei ist der Begriff des Algorithmuses eigentlich relativ gut definiert. Ich habe das mal aus der Wikipedia hier zitiert, weil ich ja nicht mehr Student bin, deswegen darf ich aus der Wikipedia zitieren. Algorithmus zeichnet sich dadurch aus, dass er allgemeingültig ist, dass er eindeutig ist, also jede Stelle des Algorithmuses, an jeder Stelle des Algorithmuses ist relativ klar festgelegt, was er als nächstes tun wird. Jede Anweisung des Algorithmus muss ausführbar sein und irgendwann kommt der Algorithmus an ein Ende. Ja, Klassiker wären irgendwie sowas wie Sortieralgorithmen, bei denen man dann nur noch das Merkmal ändert, wonach sortiert werden soll, und der Algorithmus kann im Prinzip alles sortieren, was sich in irgendeine Reihenfolge setzen lassen würde. Und das Schöne an Algorithmus ist, der steht irgendwie dort und einige wenige Menschen, aber immerhin einige, können verstehen, was der Algorithmus tut. Und wenn man in den Algorithmus reinschreiben würde, jetzt bitte Benachteiligung von Personengruppe XY, dann würde man eine Stelle in diesem Programmiercode finden können, wo das stattfindet. Und die könnte man ändern. Und das ist ein wichtiger Punkt für das, was wir irgendwie sowas wie rechenschaftsmäßig akzeptabel finden. Ja, man kann den Algorithmus überprüfen, ist etwas, was ich als IT-Sicherheitsberater und Forscher ja regelmäßig mache. Ich gucke mir irgendwelchen Programmcode an und versuche da drin Fehler zu finden. Diese Fehler sind bestenfalls deterministisch und dann kann ich sie korrigieren. Wovon wir heute aber hauptsächlich sprechen, wenn wir von Computersystemen reden, sind sogenannte Machine Learning Ansätze. Das ist im Prinzip das, was aktuell gleichgesetzt wird mit dem, was Leute künstliche Intelligenz nennen. Also die Leute, die halbwegs wissen, wovon sie reden. Die anderen Leute haben einen Computer in der Hand und sagen, boah, künstliche Intelligenz. Das ist aber nicht der Fall. Ein Machine Learning oder ein künstliches System, das aus Beispielen lernt und nach der Beendigung einer Lernphase die darin gefundenen Zusammenhänge verallgemeinern kann. Das sind sogenannte Machine Learning Systeme. Das heißt, es wird nicht strukturiert, deterministisch gelernt, was zu entscheiden ist, sondern ein System erkennt automatisch Muster und Gesetzmäßigkeiten in den Lerndaten. Sie können sich das im Prinzip vorstellen wie, weiß nicht, ob jemand von Ihnen sich mit Datenanalyse beschäftigt, wie so eine explorative Regressionsanalyse. Ja, Sie versuchen, ein Modell für die Daten zu fassen, was quasi per Brute Force immer weiter seine Parameter optimiert und am Ende sagt, wenn das und das und das und das geht so stark in die Wertung ein, im Hinblick auf ein Zielkriterium. Und dieses Zielkriterium ist relativ wichtig. Das kann in diesen Machine Learning Algorithmen im Prinzip beliebig komplex werden, aber es muss zumindest in den Lerndaten sehr klar erkennbar sein, sodass ich als Mensch nicht mehr unbedingt hingehen muss und die Lösung nachher noch einmal bewerte, oder ich mache es nur für einen Teil der Lösungen und habe dann dadurch dem System verinnerlicht zu lernen, wie es auf etwas hinarbeiten kann. Ich nehme mal ein Beispiel. Sie kennen diese AlphaGo-Geschichten. AlphaGo ist dieser mehr oder weniger Machine Learning-Algorithmus im weitesten Sinne,
den Google, glaube ich, verwendet hat, um erstmal Schach zu lernen und dann in diesem Fall Go. Ein Spiel, das in seinen Kombinationsmöglichkeiten auf dem Feld nicht vollständig erfassbar ist mit einem Computer oder mit irgendetwas, was wir uns vorstellen können. Weil es im Prinzip mehr Stellungsmöglichkeiten auf dem Spielbrett gibt, als irgendwie Atome in dem Universum so ungefähr. Also es wird einfach nicht möglich sein, dafür eine Ideallösung zu finden. Man kann aber einen Machine Learning Algorithmus, ohne dass man ihm vorher die Regeln beibringt, einfach nur mit Go-Partien füttern. Und der Algorithmus erkennt implizit als allererstes, was sind erlaubte Züge. Ja, Lernphase 1 vorbei, der Algorithmus macht keine Fehler mehr beim Spielen. Und dann geht die Lernphase weiter und er soll irgendwie gewinnen. Also Sie sehen hier einen relativ komplexen Sachverhalt, der aus sehr vielen Zügen bestehen kann. Und dann füttern wir das System einfach nur mit diesem Spiel und es wird nirgendwo explizit die Regeln erklärt. Trotzdem spielt das Spiel irgendwann besser als jeder Mensch. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht das überhaupt? Warum funktioniert das? Und da möchte ich eine kleine Exkursion machen in die Welt der Neurone, die mit diesen Machine Learning Algorithmen nachgebildet werden soll. Und das halte ich für eine sehr, sehr wichtige Sache, die man verstehen sollte, wenn man von algorithmischen oder algorithmisch getroffenen Entscheidungen spricht. Und zwar orientieren wir uns mit diesen Modellen sehr basal an tatsächlich dem menschlichen Gehirn, das auf ähnliche Weise funktioniert. Sie haben ja vielleicht schon mal gehört, Gehirn besteht aus Neuronen. Neurone sind verbunden über Verbindungen. Und wenn ein Neuron auslöst, leitet sich über der Oberfläche des Neurons so eine elektronische Entladung ab. Und die wird quasi über die Verbindung des Neurons an andere Neurone weitergegeben. Das habe ich hier jetzt versucht, einmal darzustellen, wo wir Input-Neurone haben, also im Prinzip Sensoren, irgendetwas, was von außen etwas aufnimmt und auf Basis dessen erregt wird. Sei es ein Auge, sei es ein Ohr, sei es eine Nase, irgendetwas, was sie als Sinn haben. Und diese Neuronen werden also angeregt durch Bilder, Gerüche oder sonstiges. Sie gehen dann in eine endlos verschachtelte Schicht, die hier vereinfacht als eine Schicht dargestellt ist, aus verarbeitenden Neuronen, also einer versteckten Schicht. Das könnten Sie sich vorstellen wie den informationsverarbeitenden Teil Ihres Gehirnes. Und am Ende kommt ein Output raus. In Ihrem Gehirn ist das nicht so einfach auf zwei Neuronen abgebildet, sondern eher auf Erregungsmustern in Ihrem ganzen Gehirn. Aber in diesem Bild vereinfache ich es einfach mal. Also wir haben Input, etwas Verstecktes und wir haben einen Output. Und jetzt hat jedes einzelne dieser Neurone im Prinzip eine Schwelle, die an dem Neuron erreicht werden muss, damit es selber auslöst. Wir könnten also hier sagen, das mittlere Neuron in der Input-Schicht ist weniger empfindlich als das obere und das untere, weil es eine höhere Schwelle hat, bis es tatsächlich selber auslöst. Soweit kommen Sie noch mit? Ja, ne? Relativ simpel eigentlich. Jetzt präsentieren wir einen Stimulus. In diesem Beispiel ein rotes Auto. Und aus irgendwelchen Gründen passiert jetzt Folgendes. Die oberen beiden Input-Neurone feuern und die regen hier das in der mittleren Schicht eins an. Und unser Zielkriterium ist einfach nur die Frage, handelt es sich um ein Auto oder handelt es sich nicht um ein Auto? Und wenn die Verbindung oder wenn wir quasi am Ende das Richtige haben, also wir regen unser System an, das System gerät in irgendeiner Form in Schwingungen, stellt fest, es ist ein Auto. Wenn das passiert ist, dann stärken wir alle Verbindungen, die es bis dahin gab. Das heißt, wir machen die so stark, dass sie einfacher auslösen beim nächsten Mal. Und dann präsentieren wir kein Auto und das System wird an anderen Stellen angeregt, zum Beispiel hier, und die Verbindungen werden nicht gestärkt, weil wir haben ja nicht das Zielkriterium da.
Sie verstehen, warum wir Menschen so einfach auf Belohnungslernen reagieren. Weil im Prinzip unser ganzes Lernen nur so funktioniert, dass wir, wenn etwas richtig ist, versuchen, das weiter zu tun. Und wenn etwas falsch ist, versuchen, das zumindest nicht häufiger nochmal zu tun als notwendig. Hier habe ich jetzt mal ein anderes Auto dargestellt und unser System gerät wieder in einen Erregungszustand, kriegt eine positive Verstärkung und das machen wir jetzt mit ganz vielen Autos. Und quasi in den Verbindungsstärken unserer, in dem Fall Millionen oder Milliarden von Neuronen, ist nachher das Gelernte versteckt. Wir haben also nicht mehr explizite Regeln, sondern das, was wir tun, drückt sich aus in den Verbindungsstärken zwischen unseren Neuronen und kann deswegen auch nicht nachher mehr explizit gemacht werden. Wir können also nicht nachher bei einem selbstlernenden System hingehen und sagen, zeig mal bitte dein Modell, okay, du bist ein Rassist. Das geht so einfach nicht mehr. Wichtig ist auch, wir brauchen ein Zielkriterium. Wir können also unseren maschinell lernenden Systemen nur etwas beibringen, wo wir am Ende ganz klar sagen können, das ist zutreffend oder nicht, was du da gelernt hast. Und damit das System ausreichend seine Verbindungen stärkt, brauchen wir Unmengen an Lernmaterial. Und mit diesem Lernmaterial machen wir so viele Durchläufe, dass wir da mit einem normalen Computer auch nicht mehr hinkommen. Das heißt, wir brauchen sehr viel Rechenpower. Wir können das nicht irgendwie auf irgendeinem kleinen Taschenrechner machen, sondern wir brauchen richtig Dampf. Zumindest, wenn es um vernünftig komplexe Aufgaben geht. Nun, was folgt daraus? Wir brauchen so viel Lernmaterial wie irgendwie möglich und wir brauchen so viel Rechenkraft wie irgendwie möglich, um sinnvolle Machine Learning Anwendungen zu bauen. Wenn wir weniger Rechenkraft haben, dauert es halt doppelt so lang. Also die Rechenkraft skaliert ja in der Regel. Warum leite ich das so lange her? Nun, weil die Traurigkeit ist, dass wir beides nicht haben. Wir haben weder Daten in größerer Menge, noch haben wir Computer in größerer Menge, um so etwas sinnvoll als Gesellschaft in den Griff zu kriegen. Es gibt eigentlich nur relativ wenige Unternehmen auf diesem Planeten, die erstens so viele Daten haben, um quasi alles lernen zu können und zweitens quasi über im Prinzip unbegrenzte Rechenkraft verfügen, die sie sich aufteilen müssen, um mit diesem Machine Learning auch sinnvolle Anwendungen zu finden. Für die Bundesrepublik Deutschland sehe ich da tatsächlich keine besonderen Ansätze oder Möglichkeiten, überhaupt eine größere Menge Daten zu haben, geschweige denn, mit diesen Daten irgendwie besonders sinnvoll umzugehen. Das hindert aber auch nicht andere daran, mit diesen Algorithmen nichts Besonderes Sinnvolles zu tun. Und da möchte ich jetzt ein bisschen auf die Beispiele eingehen, was wir als Menschheit mit diesen Machine Learning Algorithmen geschaffen haben. Microsoft dachte, ach, total gute Idee. Wir machen mal einen Twitter-Bot. Also wir machen eine kleine Figur, die nennen wir Tai. Und der geben wir einen Twitter-Account. Und die soll dann bitte von den Menschen, mit denen sie interagiert, lernen und mit denen kommunizieren. Und alles, was wir da dranhängen, ist unsere tolle Microsoft AI. Und dann werden wir, so die Hoffnung von Microsoft, die Menschen dadurch beeindrucken können, dass unser Chatbot etwas gelernt hat. Ja, das war auch tatsächlich sehr beeindruckend, was dieser Chatbot innerhalb kürzester Zeit gelernt hat. Denn hier sehen Sie mal so ein paar Äußerungen, nachdem sich ein paar Leute zum Ziel gesetzt haben, diesen Chatbot zu einem antisemitischen Hetzer zu erziehen. Ja, also es war relativ schnell klar, wie einfach oder also wie schnell und lernfähig diese künstliche Intelligenz auf Basis der ihr zur Verfügung gestellten Daten war. Ja, sie hat den Holocaust geleugnet, sie war sofort antisemitisch, sie wollte eine Mauer bauen und die Mexikaner dafür bezahlen lassen, sie verstehen, wohin die Reise geht. Nach 16 Stunden und 96.000 Tweets
hat Microsoft das Ding einfach nur noch ausgeschaltet und sich entschuldigt. Diese Geschichte wird häufig so ein bisschen drüber gelacht, aber das ist im Prinzip das, wenn man nicht darauf achtet, welche Inputdaten man einem solchen System gibt. Denn es lernt im Zweifelsfall Zusammenhänge in den Daten, die von Ihnen nicht beabsichtigt waren oder zumindest von anderen vielleicht auch absichtlich manipuliert wurden. Also am Ende reden wir von Diskriminierung. Was sehr interessant ist, weil wenn man den Begriff Diskriminierung, sag ich mal, informatisch oder psychologisch betrachtet, dann steckt da nicht das Negative drin, was wir gesellschaftlich daraus verstehen. Wenn ich einen Machine Learning Algorithmus damit trainiere, dass er zwischen zwei Dingen unterscheiden kann, was weiß ich, was ich jetzt twittern möchte oder was nicht, jemand, der eine bestimmte Förderung oder Krankenversicherung bekommt oder nicht, dann ist das Diskriminierung, Diskrimination, Unterscheidung zwischen A und B. Es ist also sehr skurril davon auszugehen, dass wenn wir solche Algorithmen zur Einteilung von Menschen oder Entscheidungen über Menschen einsetzen, dass die nicht diskriminieren würden. Was aber auch natürlich niemanden davon abhält, diese Algorithmen in irgendeiner Form zur Anwendung zu bringen. Und da geht es in der Regel noch nicht mal unbedingt um selbstlernende Systeme, sondern aktuell in Österreich hat man sich jetzt entschieden, dass quasi neue arbeitslose Personen, die sich an die österreichische Äquivalent der Agentur für Arbeit wenden, kategorisiert werden sollen danach, ob sie bestimmte Förderungen bekommen oder nicht. Und die Kunden werden ganz einfach aufgeteilt in A, B und C. A sind diejenigen, die einen besonders hohen Bildungsstand und sehr gute Chancen auf Weitervermittlung haben. Weil die ohnehin relativ bald wieder einen Job haben, bekommen die keine Förderung. Also sie kriegen keine Weiterbildung oder sowas. C sind diejenigen, wo das System entscheidet, ist eigentlich völlig egal, wie viele Förderungen oder Trainings die Person noch kriegt. Die ist auf diesem Arbeitsmarkt nicht brauchbar. Also kriegt ihr auch keine Förderung. Und B sind quasi die Personen, wo das System davon ausgeht, dass sie mit einer gewissen Förderung, einem gewissen Training besser vermittelbar sind, sodass es eine ökonomisch sinnvolle Entscheidung ist, das zu tun. Das ist natürlich jetzt erstmal ein relativ starkes Stück. Sie werden arbeitslos, kommen zum AMS, der Agentur für Arbeit Österreichs, und dann wird nach ihrer Datenlage ein System entscheiden, ob sie ihre Möglichkeiten auf Annahme auf dem Arbeitsmarkt verbessern können oder nicht. Da wird uns erstmal sehr unwohl bei. Interessanterweise gibt es derartige Anweisungen, aber natürlich ohnehin. Ja, also es wird von Menschen wird natürlich ähnlich entschieden. Das ist also eine politische Entscheidung, die da stattfindet. Hier in Code gegossen, nicht selbst gelernt. Dafür sind diese Entscheidungsregeln auch viel, viel, viel zu einfach. Ne? Wird einfach geguckt, okay, wie oft warst du im letzten Jahr Kunde bei der Agentur für Arbeit? Wie hoch ist dein Bildungsniveau einzuschätzen? In welchem Arbeitsmarkt gibt es für dich Verwendungsmöglichkeiten? Und dann am Ende eben Computer sagt nein. Interessant dabei ist, in Österreich wird das natürlich von allen Seiten kritisiert, ja, der nicht menschenwürdige Umgang und so weiter. Aber die Regierung sagt dazu ungefähr, naja, das sind die gleichen Entscheidungen, die Menschen bei uns auch treffen würden, nur das System trifft sie schneller. Und außerdem könnten Menschen sich ja darüber hinwegsetzen. Und sie wissen ja, wie gerne wir uns fertig vorbereiteten Entscheidungen, die uns mundgerecht präsentiert werden, noch einmal entgegensetzen, vor allem wenn das mehr Arbeit für uns bedeutet. Aber nicht nur gezielt, mit gezielter Vorgabe wird diskriminiert, sondern auch ohne, dass man das vielleicht wollte. Und da kommen wieder die schönen Machine Learning Algorithmen ins Spiel.
ausgerechnet Amazon, eines der führenden Machine Learning und Artificial Intelligence Unternehmen, hat sich vor mehreren Jahren, seit 2014, gedacht, ach, wir kriegen so viele Bewerbungen, wir schmeißen die einfach mal in so ein Machine Learning System und zeigen, wir haben ja dann quasi auch ein fertiges Kriterium, nämlich wurden die Leute überhaupt eingeladen und wenn sie eingeladen wurden, haben sie sich durchgesetzt und wurden sie am Ende angestellt. Und dann können wir sogar vielleicht noch reinfüttern, ob sie lange im Unternehmen geblieben sind, als Indikator dafür, ob die für das Unternehmen gut verwertbar waren oder nicht. Denn um nichts anderes geht es ja in so einem Unternehmen, um die Verwertung von Arbeitskraft. Und das ist eigentlich ein wunderschön geeigneter Datensatz für so ein Machine Learning System, weil man die unterschiedlichen Phasen des Erfolgs sehr einfach feststellen kann. Wurde angestellt? Wenn ja, wie lange? Wenn, wie lange haben wir die rausgeworfen, die Person, oder ist die gegangen, weil sie irgendwo anders einen besseren Job bekommen hatte? Da lässt sich natürlich bei so vielen Angestellten, wie Amazon hat, relativ einfach etwas feststellen. Unglücklicherweise haben sie als Lehrmaterial natürlich das genommen, was sie vorher als Menschen entschieden haben. Und als Menschen haben sie bei Amazon die ganze Zeit entschieden, irgendwie kommen Männer bei uns besser weg. Warum nur? Wahrscheinlich, weil bei uns hauptsächlich Männer arbeiten. Und dieses System hat, obwohl das Geschlecht nicht in dieses System reingegeben wurde, trotzdem Frauen erkannt und wurde bei quasi Vergleichstest, wurde dem System dann am Ende Sexismus nachgewiesen. Was lernen wir daraus? Wenn unser Lehrmaterial schon diskriminierend ist, also unsere Gesellschaft und unsere Entscheidungen oder unsere Arbeitswelt, die diese Entscheidungen trifft, dann wird so ein Algorithmus von alleine auch nicht sehr viel besser werden. Denn das besonders Ekelige an so einem System ist ja, dass es nicht sein Gegenteil lernen kann. Es sei denn, wir schaffen spezifisch dafür die Voraussetzungen, dass es erkennen würde, dass es keinen Grund gibt, Frauen zu benachteiligen. Das würde natürlich relativ einfach gehen, indem wir dem System die Möglichkeit geben, in neuen Datensätzen auch das zu lernen. Also die Lösung wäre quasi gewesen, das System nicht alles entscheiden zu lassen, sondern immer einen Anteil zufällig zu wählen, davon auch eine Bewerberinnen- und Bewerberauswahl zu machen, und dieses wieder als Lehrmaterial in das System reinzufüttern, damit das System so erkennen kann, dass unter Umständen das, was es als weiblich festgestellt hat, das war dann sowas wie über die Hobbys oder so, ne? Über Hobbys oder Verwendung anderer Wörter hat das System quasi trotzdem erkannt am Schreibstil, dass Frauen, was Frauen waren und dass Frauen in der Vergangenheit in dem Unternehmen schlechtere Karten hatten, angestellt zu werden. Im Prinzip relativ fürchterlich, denn auch jetzt ist es bei Amazon nicht besser. Ja? Sie können also davon ausgehen, bis 2014 haben irgendwie Männer Entscheidungen getroffen und Frauen nicht angenommen, Frauen irgendwie das gegen Frauen diskriminiert. Dann hat es 4 Jahre lang eine künstliche Intelligenz gemacht und jetzt machen es wieder die Männer. Ärgerlich. Aber genau damit werden wir, derartige Beispiele werden wir viele haben, wenn wir blind auf solche künstlichen Intelligenzsysteme vertrauen und davon ausgehen, dass wir diese Sachen den Systemen einfach anvertrauen können. Und dabei ist es eben nicht damit getan, dass man, wie, sag ich mal, sehr naive Forderungen sind, den Systemen quasi nicht das Merkmal gibt, nachdem man nicht möchte, dass es unterscheidet. Ja, also wenn Sie dem System zum Beispiel abgewöhnen wollen, nach der Herkunft zu urteilen, dann löschen Sie von mir aus die Herkunft daraus. Ja? Sie kriegen aber dann in der Bewerbung, finden Sie dann zum Beispiel deutsche Universitäten oder nicht. Und Sie nehmen von mir aus gerne Leute von den deutschen Universitäten an und von anderen Universitäten nicht. Es sei denn, es sind bestimmte US-amerikanische Universitäten. Oder Sie merken, dass vielleicht Menschen, die Deutsch oder Englisch nicht als Muttersprache haben,
kürzere Sätze schreiben oder längere. Und das System merkt all das und Sie können es noch nicht mal sehen, weil es eben in den Verbindungen, den virtuellen Verbindungen der Neurone ist. Und Sie können nicht hingehen und sagen, in diesem Neuron oder in dieser Verbindung ist jetzt der Rassismus des Systems. Okay, kommen wir zu meiner kleinen Erfahrung zu Risikomanagementsystemen im Steuerwesen. Das war eine wunderschöne Erfahrung, die ich da hatte. Und zwar durfte ich als Psychologe und eigentlich nur mittelmäßig begabter IT-Sicherheitsberater endlich was zu Besteuerung sagen. Das ist auch ein Thema, was mich persönlich interessiert, Steuern. Und hier ging es also um eine große Steuergesetzreform und das war eine riesige Anhörung, waren 17 Sachverständige oder sowas. Und unter anderem die Frage, dass die Bundesregierung sich gerne den Einsatz von Risikomanagementsystemen im Vollzug des Steuerrechts vorstellen würde. Das müssen Sie sich so vorstellen, ein Algorithmus, wie auch immer, genannt Risikomanagementsystem, wählt aus, welche Bürgerinnen und Bürger eine Steuerprüfung bekommen. Und die eigentlich interessante Idee daran war, dass sie gesagt haben, dieses Risikomanagementsystem soll das bitte nach ökonomischen Erwägungen machen. Mit anderen Worten, das soll dort Steuerprüfungen anregen, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Steuerprüferin mit einem großen Sack Geld nach Hause kommt und sich der Einsatz gelohnt hat. Stellt sich natürlich als erstes die Frage nach der Datenbasis. Sollte das treffen, mehr oder weniger anhand der Steuererklärungsdaten. Ja, da gibt es dann irgendwie ein paar Meldungen, Umsatzsteueranmeldung oder sonstiges. Die können auf eine bestimmte Konsistenz oder sowas geprüft werden, auf bestimmte Auffälligkeiten. Und dann hetzt der Computer Ihnen halt eine Steuerprüferin auf den Hals. Wie habe ich mich dem Problem genähert? Ich habe erstmal gesagt, naja, okay, was sind denn die Anforderungen an so ein System? Ganz klar, Objektivität, Reliabilität und Validität, ganz normale wissenschaftliche Anforderungen. Das System soll sich nicht irgendwie subjektiv verzerren. Das System soll genau das auch messen, was es zu messen vorgibt. Und es soll auch zeigen, dass es richtig ist. Alles immer einfach über Korrelationen zu prüfen. Gleichzeitig soll aber die getroffene Entscheidung nachvollziehbar und anfechtbar sein, was bei so einem Machine Learning System schon ein bisschen schwieriger würde. Soll transparent sein und natürlich auch die Willkürentscheidungen verhindern. Wenn Sie sich vorstellen, Sie wohnen irgendwie auf einem kleineren Landkreis und fallen dadurch auf, dass Sie die falsche Fahne im Vorgarten hängen haben, sei es ein Fußballverein oder eine Partei, dann kann das natürlich auch mal nach dem herkömmlichen System passieren, dass Sie die Steuerprüfung verhältnismäßig oft kriegen. Und deswegen natürlich die Gleichmäßigkeit, Gesetzmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme müssen auch sichergestellt sein. Ich war sehr überrascht, dann in dieser Anhörung festzustellen, da habe ich auch wirklich mal echt doof geguckt, dann wurde ich quasi unterbrochen und mir wurde dann von einem dort anwesenden anderen Sachverständigen gesagt, Herr Neumann, das machen wir seit 10 Jahren so, das ist nur noch nicht im Gesetz verankert. Deswegen nutzen wir jetzt quasi diese Reform des Gesetzes, um das, was wir seit 10 Jahren machen, quasi noch schnell zu legalisieren. Weil man hätte sagen können, so, dass das Gesetz hat eben gegen die Praxis verstoßen und da mussten sie das anpassen. Ist übrigens leider in dieser ganzen Gesetzgebungspraxis häufiger der Fall, als man meint. Ich habe also trotzdem dann meine Beispiele genannt, wenn man jetzt theoriegeleitet da dran geht, wenn man selbstlernt da dran geht, wie man diese Herangehensweisen vergleichen musste. Und ich habe abschließend davor gewarnt, dass ich relativ davon ausgehe, dass die Datenbasis, die so ein Finanzamt über seine Steuerpflichtigen hat, im Zweifelsfall zu klein ist, um alle Möglichkeiten eines Steuerbetrugs gleichermaßen quasi zu erkennen. Also, dass Sie unter Umständen am Ende ein System haben, das gegen Gastwirte diskriminiert, weil üblicherweise dort Steuerprüfungen gerne mal Unregelmäßigkeiten
zutage bringen. Und dafür aber von mir aus andere Berufsgruppen, die einfachere Möglichkeiten haben, Steuern zu hinterziehen, ausspart. Einfach, weil das System diese nicht erkennt. Und das wäre ja am Ende schlecht. Denn zwar hätten wir eine Optimierung in einem, quasi einem Arm unseres Optimierungsraumes. Wir finden jetzt auf einmal Gastwirte. Rein theoretische Annahme, ne? Falls irgendjemand von Ihnen Gastwirt ist, ich will Ihnen nichts unterstellen. Aber wir finden andere Mechanismen der Steuerhinterziehung nicht. Und somit stirbt eigentlich die Validität unserer Vorhersage, weil es sein könnte, dass es da draußen noch viel klügere Leute gibt, die noch viel geiler Steuern hinterziehen, die das aber so machen, dass unser System das aufgrund seiner kleinen Datenbasis gar nicht erst erkennt oder gar nicht erst lernt. Und weil es diese Leute nie zur Prüfung vorschlägt, wird es auch nie lernen, dass es falsch wäre, die nicht vorzuschlagen. Also relativ einfache, relativ einfacher Vorschlag, dem System immer etwas Zufall beimischen. Ich habe da mal sowas gesagt wie ein Drittel oder die Hälfte. Das System gibt also vor, versucht quasi eine Hälfte der Steuer zu prüfenden so vorzugeben und die andere Hälfte wählt es zufällig aus. Und dann wird quasi trotzdem aus beidem das Ergebnis wieder in das System hineingefüttert, sodass wir am Ende einen Machine Learning Algorithmus haben, der immer noch mal die Hälfte aus Zufall lernt, um ihn so unter Umständen dahingehend zu optimieren, dass er keine Fehlentscheidung mehr macht. Das löst aber nicht das Problem, dass unter Umständen es trotzdem quasi Schemata von Steuerhinterziehung gibt, die sich in diesen Daten gar nicht so schnell verraten wie andere. Also, ich finde es eigentlich nicht besonders gut, sowas zu machen. Ich sehe da tatsächlich Risiken, weil hier wieder Menschen mit etwas hantieren, von dem sie nicht wissen, warum es funktioniert und wie es funktioniert und trotzdem irgendwie der heilige Computer eine Vorgabe gemacht hat. Also reicht die Datenbasis überhaupt aus? Verbesserung durch eine zufällige Auswahl und gleichzeitig dadurch auch die Kontrolle des Systems, um zu sehen, ist das System irgendwie diskriminierend gegen bestimmte Personengruppen. Ich habe mich vor kurzem noch mit einem der Experten auf dem Bereich des Machine Learning unterhalten und da ist im Prinzip abschließend so die Einstellung, dass es eigentlich nicht möglich sein wird, diesen Systemen Diskriminierungen abzugewöhnen. Und die Argumentation dafür ist ungefähr so, dass wir in unserer Gesellschaft eben auch Ungleichheiten haben. Wir haben Ungleichheiten zwischen der beruflichen Aussicht von Migrantinnen und Migranten. Wir haben Ungleichheiten zwischen bestimmten beruflichen Erfolgskriterien von Männern und Frauen. Und das sind Ungerechtigkeiten, die wir in unserer Gesellschaft haben und die wir aber loswerden müssen. Und die werden wir nicht dadurch los, dass wir sie anhand von Algorithmen replizieren und wiederholen und quasi weiter verfestigen, sondern die werden wir dadurch los, dass wir genau dagegen steuern. Also genau das Gegenteil machen von dem, was in Österreich dieses Auswahlsystem machen soll, nämlich im Prinzip nicht auf Leute verzichten, sondern diejenigen, die gefördert werden müssen, zu fördern und damit quasi den Ungerechtigkeiten und den Ungleichmäßigkeiten in unserer Gesellschaft aktiv entgegenzuwirken. Und diese politischen Entscheidungen werden solche künstlichen Intelligenzsysteme nicht ohne weiteres treffen. Ja, das sind also Entscheidungen, die, ob eine Diskriminierung nach bestimmten Kriterien politisch wünschenswert ist oder nicht, müssen wir politisch aushandeln und dürfen wir nicht einfach irgendwelchen Computern überlassen. Naja, wohin führt uns das Problem noch? Also auch unsere Psyche unterliegt Algorithmen. Ich habe ja gerade gesagt, selbst wie überhaupt gelernt wird, was wir uns jetzt als Machine Learning Algorithmen vorstellen, ist ja auch nur an unserem Gehirn abgeschaut. Und interessanterweise stellen wir fest, dass diese Machine Learning Algorithmen, diese automatisierten, quasi auf ein Kriterium optimierenden Handlungen, auch unsere Gesellschaft inzwischen in zunehmendem Maße zersetzen. Beispiel Facebook. Das Hauptziel der Webseite Facebook ist, wer weiß es, das allergrößte Ziel, was Facebook hat?
Werbung machen, ja. Und was braucht Facebook? Was ist dafür am allerwichtigsten, damit Facebook für Sie Ihnen Werbung präsentieren kann? Nutzerdaten, ja, Sie müssen erstmal auf der Seite bleiben. Ja? Wenn Sie nicht auf der Seite sind, kann Facebook Ihnen keine Werbung zeigen. Und deswegen ist das höchste Ziel der Seite von Facebook als allererstes mal, dass Sie dort bleiben. Ja? Sie machen also Facebook auf und das primäre Ziel der Seite, das primäre Ziel von Facebook ist, dass Sie dort bleiben und zwar länger, als Sie vielleicht initial wollten. Gleiche gilt natürlich für sowas wie YouTube, wo auch Werbung eingeblendet wird und die kann YouTube Ihnen nur einblenden, wenn Sie auf der Seite sind. Und ähnlich gilt es dann eben auch für andere Systeme. Interessanterweise ist, was ist das Einfachste, einen Menschen, also die Aufmerksamkeit eines Menschen zu halten? Nehmen wir das Beispiel YouTube. Sie sitzen da und gucken sich irgendetwas an. Keine Ahnung, sagen wir mal, ein Tagesschau-Ausschnitt oder sowas mit irgendeiner differenzierten Berichterstattung über ein politisch kontroverses Thema. Haben Sie jetzt eine Viertelstunde geguckt. Und jetzt das Nächste, was YouTube macht, damit Sie dort bleiben, ist natürlich das nächste Video direkt spielen. Ja? Weil sich einfach, also es ist naheliegend, weil wenn YouTube jetzt auf einmal aufhört und still ist, dann läuft es ja Gefahr, dass Sie jetzt auf einmal irgendwo anders hinklicken. Möchte YouTube nicht. Also wird sofort das nächste Video gezeigt. Und was wird als nächstes gezeigt? Naja, ganz einfach das Video mit der größten prognostizierten Wahrscheinlichkeit, dass Sie das auch noch gucken. Und das Video kann alles sein, außer langweiliger als das Video, was Sie davor gesehen haben. Also relativ simple Zusammenhänge. Das heißt, YouTube, solange es automatisch vorangeht, wird YouTube Ihnen immer als nächstes ein aufregenderes Video zeigen. Und wenn Sie jetzt im politischen Bereich das machen, ist relativ klar, was aufregender ist, was spannender ist. Nämlich immer verkürztere, also immer krassere, immer provokantere Darstellungen. Sodass Sie von mir aus von dem Tagesschau-Beitrag über irgendwelche Demonstrierenden, besorgte Demonstranten und Demonstrantinnen in Chemnitz, die Überfremdung in Chemnitz fürchten, ist ganz schlimm da. Von dem Tagesschau-Beitrag kommen Sie also irgendwie innerhalb von 5, 6 Videos dann zu deren Wortführern, die Ihnen dann irgendwie erzählen, was weiß ich, wie der Untergang des Abendlandes unmittelbar bevorsteht, weil die Regierung LSD vom Himmel spritzt. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe mit der Regierung nichts zu tun, aber trotzdem kommen Sie halt zu solchen Videos. Und das hat seinen Grund. Und die Folgen davon, dass das so ist, dass wir uns alle diesen Systemen aussetzen, die leben wir, so ist meine These, erleben wir heute in der politischen Debatte mit eben zum Beispiel diesen Leuten, die sich sagen wir mal, relativ weit von einem faktenbasierten Diskurs über politische Sachverhalte entfernt haben, um das mal relativ vorsichtig auszudrücken. Jetzt haben wir uns überlegt, wie gehen wir damit um? Naja, wir machen eine Datenschutzgrundverordnung und gucken irgendwie, dass wir das möglichst irgendwelchen Regeln unterziehen, wer welche Daten sammeln darf, weil uns irgendwie klar wurde, dass wer Daten in dieser Welt hat, und zwar viele Daten in dieser Welt hat und über viele Nutzer verfügt auf dieser Welt und zum Beispiel auch über die Aufmerksamkeit vieler Nutzer in dieser Welt verfügt, dass damit Macht einhergeht. Und wir haben uns überlegt, naja, okay, dann machen wir jetzt eine Datenschutzgrundverordnung und versuchen darauf hinzuarbeiten, dass die Menschen denen vielleicht nicht mehr die Daten geben oder dass sie zumindest einwilligen müssen. Ergebnis, alle haben einmal eingewilligt. Und wer jetzt noch solche Daten haben möchte, braucht erstmal eine Einwilligung. Das heißt, ärgerlicherweise sieht es gerade danach aus, und das ist das, was mir eigentlich am meisten Sorgen macht, dass der Zug quasi abgefahren ist, wo die großen Datenberge sind und wer diese damit einhergehende Macht, und diese Macht ist sehr groß, in seinen Händen hat. Und das macht mir ein bisschen Sorgen. Und da weiß ich auch nicht genau, hoffe ich, dass wir vielleicht gleich in der Diskussion ein bisschen auf Ideen kommen, dem Problem ein bisschen Herr zu werden. Denn da, wo sich Macht und Daten und Geld akkumuliert, da wird sich das weiter akkumulieren. Und dann haben wir irgendwann nicht mehr die Möglichkeiten, politisch irgendeine Kontrolle auszuüben, was uns ja heute schon bei diesen Unternehmen
sehr, sehr schwer fällt. Und ich denke, das wäre die Debatte, die wir in der Gesellschaft eigentlich führen sollten. Also, wer bekommt über Daten, über Geld, über quasi Monopolstellungen und über die Kontrolle der Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger weltweit Macht? Und wie können wir diese Macht vor einer Ausnutzung schützen? Und jetzt gibt es irgendwie Menschen, die sagen, naja, die Facebook und Google nutzen die Macht ja gar nicht aus. Die sind ja sehr bemüht, das nicht zu tun. Sie machen es im Prinzip ja nur für Geld, ne? Also diese gesamte Facebook-Macht ist ja quasi demokratisch verfügbar, kann sich jeder kaufen, ne? Kaufen, machen sie eine Facebook-Seite auf, schreiben da drauf, Vorsicht, Regierung streut LSD vom Himmel, und dann können sie das posten und dann guckt das niemand an und dann wird Facebook zu ihnen hingehen und sagen, ach, schöner Post, den sie da haben, wäre doch schade, wenn den keiner sehen würde, werfen sie mal 100 Euro ein, dann können wir den wahrscheinlich 7000 Leuten zeigen oder so. Das ist das besonders faire Geschäftsmodell von Facebook. Im Prinzip also echt in Ordnung, dass sie diese Einflussmöglichkeiten ganz liberal auf einem freien Markt anbieten, kann sich jeder kaufen. Was dabei rauskommt, sehen wir eben an den Leuten, die irgendwie zu lange sich in diese Facebook-Fenster geguckt haben. Kommen wir zu einem kurzen, kleinen Fazit. Selbstlernende Systeme sind nur so gut wie ihr Lernmaterial. Und in diesem Lernmaterial sind sämtliche Diskriminationen, Ungerechtigkeiten unserer Gesellschaft drin. Und die werden dort repliziert, genauso wie wir es an anderen Stellen auch machen. Wie wir in der Schule von mir aus Kinder von Migranten benachteiligen, wie wir Frauen an allen möglichen Ecken benachteiligen. Und selbstlernende Systeme werden auch das von uns lernen, es sei denn, wir versuchen es ihnen abzugewöhnen. Und interessanterweise scheint das politisch in den seltensten Fällen überhaupt gewollt zu sein. Es gibt geeignete und ungeeignete Anwendungsgebiete für maschinelles Lernen. Sowas wie ein Spiel besser spielen als ein Mensch oder ein Auto besser fahren als ein Mensch sind offenbar sehr geeignete Systeme. Und da werden wir uns nicht so schnell Gedanken darüber machen müssen, dass die Computer anfangen, gegen Geschlechter oder andere menschliche Merkmale zu diskriminieren, weil die erstmal sehr, sehr viel besser als wir auf der Straße fahren werden. Und wir sollten es auf jeden Fall nutzen, dass wir als Menschheit wenigstens jetzt an dem Punkt sind, dass wir dieses echt etwas komplizierte und frustrierende Spiel Go gar nicht mehr selber lernen müssen, sondern dass ein Computer das für uns machen kann. Und das Gleiche mit den Autos quasi der Fall ist, dass wir die selber nicht mehr fahren müssen. Fahren wir uns wenigstens nicht mehr gegenseitig tot. Die ethischen und rechtlichen Debatten verfehlen größtenteils das Thema. Wenn wir über Datenmengen reden, dann wird hauptsächlich über sowas wie individuelle Privatsphäre diskutiert. Und dann ist von der Datenkrake die Rede und die beobachten uns im Schlafzimmer und was nicht alles. Dass wir aber in Wirklichkeit einfach nur Macht in diese Konzerne füttern, mit jedem Bit, was wir denen an unseren Daten geben, darüber findet selten eine Diskussion statt. Es wird immer über Privatsphäre geredet, statt tatsächlich mal darüber, dass Datenschutz dafür da ist, dass keine zu große Machtkonzentration in unserer Gesellschaft stattfindet und wir gerade vollständig verlieren an dieser Ebene. Natürlich ist Algorithmengläubigkeit ein hohes Risiko, weil wenn ein Computer eine Entscheidung nahelegt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir diese Entscheidung übernehmen. Thaler hat, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr für diese relativ basale Erkenntnis sogar einen Nobelpreis bekommen in Behavioral Economics vermutlich. Und die Akkumulation von Daten führt zu einer Machtasymmetrie in unserer Gesellschaft und mit der werden wir uns auseinandersetzen müssen. Und gegen die werden wir vorgehen müssen und das ist das eigentliche Problem. Denn so schön ich das finde, wenn wir demnächst mit selbstfahrenden Autos kutschiert werden, die uns übrigens auch nicht mehr gehören werden. Ja, das wäre auch unsinnig, ein teures selbstfahrendes Auto zu kaufen und das irgendwie 23 Stunden des Tages irgendwo rumstehen zu lassen, am besten noch vor der Haustür, nur um die Nachbarn zu beeindrucken, statt dieses Ding die ganze Zeit in Bewegung zu halten. Also verabschieden Sie sich von der Idee, ein eigenes Auto zu besitzen zu müssen. Auch von dieser Last werden Sie hoffentlich bald befreit werden noch in Ihrem Leben. Was ist aber mit dem einen mehr oder weniger zentralen System, das alle unsere Autos steuern wird?
das von uns allen wissen wird, wann wir uns wie bewegen. Das dann daraus für schöne Sachen machen wird, wie Optimierungen, darauf achten, dass wir nicht im Stau sind, vielleicht für uns die Gleitzeit arrangieren und sagen, naja, okay, komm, du fährst heute mal erst um 9 zur Arbeit, die anderen haben Termine, du hast keinen, also fährst du später, dafür bleibst du ein bisschen länger und so halten wir den Verkehrsfluss auf den Straßen besser. Es wird alles sehr viele schöne Sachen machen, hat aber irgendwie den etwas ärgerlichen Nebeneffekt, dass wir an einer Stelle zentral alle unsere Bewegungen aufzeichnen. Und da wird früher oder später schon jemand auf eine Idee kommen, wie man aus dieser Big Data, die nämlich dann wirklich Big Data ist, auch irgendwie ein Geschäftsmodell machen kann. Und auch da werden wir sicherlich jemanden finden, der eine schöne, elegante Möglichkeit findet, das möglichst derart zu gestalten, dass es für uns alle von maximalem Nachteil ist und somit auch für die Demokratie. Und über diese Aspekte würde ich viel lieber diskutieren als über ein Trolley-Problem oder über die Privatsphäre in meinem Schlafzimmer. Damit herzlichen Dank. Ja, gibt es Fragen im Mikrofon vorbei? Fragen, Kommentare? Alle frustriert. Ja, jetzt an. Dankeschön, erstmal herzlichen Dank für diesen sehr spannenden Vortrag, den man auch sehr gut folgen konnte, als nicht irgendwie als IT-bewandte Person. Was mich interessieren würde, ist, Sie haben ja aufgezeigt bei dem Machine Learning, dass man da eine Kombination finden sollte zwischen der schon bestehenden Datenmenge, die einfach bei uns gesellschaftlich bedingt gewisse Diskriminierungen oder Wahrscheinlichkeiten einfach schon aufweisen wird, und einen gewissen Anteil an zufallsbedingten Beispielen, wenn ich Sie hier richtig verstanden habe, quasi erst Beispiele, die sich eigentlich nach Programmierung ergeben werden, um sozusagen die Maschine weiter lernen zu lassen. Mhm. Habe ich mir einfach so die Frage gestellt, ob es vielleicht auch Sinn macht, dass man, wenn man diese Diskriminierungen in der Gesellschaft wahrgenommen hat, dass man dann schon sozusagen ohne auf die Zukunft zu warten, dass es bessere Beispiele sozusagen gibt in dieser Datenmenge, dass man halt selbst gewisse Beispiele auch vorgeben könnte und sagen könnte, Amazon, stell mehr Frauen ein oder so. Also wie sehen Sie da die Möglichkeiten? Also das wäre natürlich eine sehr, also es ist ein ebenso valider Vorgang, zum Beispiel jetzt zu sagen, okay, wir erfassen explizit jetzt bei diesem Recruiting-Ding das Geschlecht mit und geben vor, als Ergebnis möchte ich bitte, dass du mir 50% Frauen und 50% Männer lieferst. Und dann würde man wahrscheinlich das System einfach so bauen, dass es einmal unter den Frauen die Besten findet und unter den Männern und dann quasi daraus ein Ranking machen oder so. Also im Prinzip ist das ja nur die Vorhersage eines solchen Systems ist ja quasi die Wahrscheinlichkeit des Verbleibs im Unternehmen und die wird einfach immer höher. Das heißt, eigentlich ist es ein Ranking-Problem und dann kann ich natürlich auch sagen, okay, jetzt spalte ich anhand dieses Merkmales auf und wähle dann entsprechend 50% Frauen und 50% Männer aus. Ich würde aber eine zufällige Auswahl trotzdem noch dazu bevorzugen, um dem System immer wieder die Möglichkeit zu geben, nicht nur das, was es selber gelernt hat, zu replizieren. Wenn das nämlich einmal quasi suffizient ist, wird es quasi auch nur noch Daten produzieren, die quasi dem Gelernten entsprechen. Das heißt, es lernt irgendwann nicht mehr weiter. Das ist auch bei dem Lernen solcher Systeme quasi so eine asymptotische Kurve, wo sie also sagen, natürlich würde das jetzt durch jeden Datensatz, den es mehr lernt, eigentlich noch mal besser werden. Es ist aber quasi schon asymptotisch so gut, dass es sich nicht mehr lohnt, dem System noch mehr beizubringen.
Und diesen, um dem quasi entgegenzuwirken, würde ich quasi das erzwingen wollen, dass es aus zufälligen Daten immer wieder quasi Konträres zu seinem Selbstgelernten nochmal mitlernen muss. Aber natürlich ist es, so wird das ja auch politisch getan, wenn man, also das politische Mittel gegen Diskriminierung sind eben Quotenregelungen. Anders sind die, oder natürlich Förderungen der betroffenen Personengruppen. Ne? Das sind irgendwie die beiden Möglichkeiten, die man hat. Wirkung von Quotenregelungen sieht man sofort. Zack, bumm, Quote, fertig. Die Wirkung von Förderungen sind darauf ausgelegt, die diskriminierenden Unterschiede in der Gesellschaft dauerhaft aufzulösen. Natürlich sollte das langfristig das Ziel sein, dass ein selbstlernendes System nicht mehr zwischen unterschiedlichen Gruppen in der Gesellschaft unterscheiden könnte, weil es keine Unterschiede mehr gibt. Insofern, natürlich sind jegliche auf eine Förderung ausgelegten Programme hier politisch das Sinnvolle. Okay, vielen Dank. Vielleicht noch eine zweite Frage, wenn sonst keine Antwort. Ja, dann schließe ich mich danach an. Okay. Danke. Ja, auch von mir vielen Dank für den Vortrag. Ich wollte wissen, ob Sie denken, dass so die klassische Antwort auf Monopole, wirtschaftliche Monopole in der Gesellschaft, also das Kartellrecht, zum Beispiel die Zerschlagung von Alphabet in Suchmaschine, Video-Hosting und Instant Messaging oder E-Mails in unterschiedliche Unternehmen, eine praktische Antwort wäre, weil das ist ja vielleicht mal die naheliegende gesellschaftliche Reaktion. Und im Anschluss daran, ob wir eben auch durchsetzen können, dass dann tatsächlich diese Konzerne oder diese zerschlagenen Konzerne dann nicht mehr die Daten untereinander abgleicht, also wir quasi hier auf dem Server noch wirklich eine Trennung machen, oder ob wir ihnen einfach glauben müssen. Die Geschichte der Menschheit zeigt, dass so Zerschlagungen so eine Wirksamkeit für ein paar Dekaden haben. Ja, also klassische Beispiele wäre so der TV-Markt in den USA, Telefoniemarkt in den USA, das sind so die in dem Bereich gerne mal in der Literatur behandelten Vorkommnisse, wo also gesagt wurde, okay, hier ist jetzt ein Monopol entstanden und das zerschlagen wir jetzt irgendwie, diese Unternehmen zerschlagen wir jetzt in zwei Teile oder so oder drei oder vier. Und in der Regel dauert das ein paar Dekaden, bis eines der beiden Unternehmen ausreichend Macht oder Kapital wieder akkumuliert hat, um das andere eigentlich aus dem Wettbewerb gedrängt zu haben. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das ist auch jetzt nicht nur in diesem Datenbereich so, dass das in den meisten Märkten so ist. Wenn die neu entstehen, haben sie eine riesige Vielfalt von Bewerberinnen und Bewerbern auf dem Markt, Unternehmen, die sich da irgendwie gründen, die irgendwas anbieten, und dann konsolidiert sich das irgendwann auf einige wenige große. Das haben sie ja nicht nur beim Internet so gehabt, das ist ja in fast jedem anderen Bereich auch so. Nehmen wir Zeitungsverlage, nehmen wir Bierbrauereien. Ja? Das geht irgendwie los mit sehr vielen Kleinen, dann kaufen die sich irgendwie gegenseitig auf und irgendwann gibt es halt quasi ein Monopol. Nahrungsmittelversorgung ist ja auch größtenteils irgendwie zwischen zwei Konzernen dieser Erde aufgeteilt. Also das, es scheint leider so eine Art Naturgesetz zu sein des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Ich glaube, das hat auch mal jemand formuliert, dieses Naturgesetz. An meiner Universität, der Humboldt-Universität, steht ein großes Zitat von Karl Marx. Ich weiß nicht, ob man den in Heidelberg zitieren darf, aber das scheint einfach ein Gesetz zu sein, dem man eben entgegenwirken muss. Ja, und das tun wir ja auch. Also es ist ja nicht so, als hätten die Wirtschaftssysteme, die demokratischen Wirtschaftssysteme, nicht genau so etwas, dass wir sagen, wir haben eine Kartellbehörde, die gegen Absprachen in bestimmten Industrien vorgeht, die zustimmen muss, wenn, was weiß ich, Karstadt Hertie kauft oder Kaufhof oder wer da jetzt gerade wieder wen übernimmt. Beantwortet das die Frage grob? Also ich glaube, es würde vielleicht kurzfristig helfen, und man müsste natürlich weiterhin das kontrollieren, dass sie nicht hinterm Rücken
gegen diese Auflagen verstoßen. Das ist richtig. Ja, aber die werden es im Zweifelsfall tun. Danke. Weitere Fragen? Melde. Wie war denn der Kino? Dann schließt sich meine Frage gerade an die Frage des Vorfragenden an. Und zwar hat er ja in dem Fall so über kartellrechtliche Mittel gebracht. Was wäre denn, wenn zum Beispiel der Staat, also quasi um dem kommunistischen Weg so ein bisschen zu folgen, was ist, wenn der Staat einfach die Datenmassen kontrolliert? Wäre das überhaupt gangbar? Also ich meine, zum aktuellen Zeitpunkt ist es wahrscheinlich auch aus technischer Sicht oder von den Kompetenzen, die beim Staat so vorhanden sind, gar nicht möglich. Aber, oder was ist sonst Ihre Lösung sozusagen oder Ihr Vorschlag? Also, Sie werden beim Staat auf sehr, sehr interessierte Stellen stoßen, die genau die Idee sehr gut fänden. Ja? Die ganzen Daten einfach zum Beispiel bei einer Behörde abzuliefern, die sich dem Schutz der Verfassung verschrieben hat oder so. Ja, das wäre sicherlich in vielerlei Leute Interesse. Sie haben da aber natürlich auch, da hätten Sie dann das Problem, wenn das bei privaten Unternehmen ist, dann haben wir theoretisch wenigstens noch den Staat als Korrektiv, um die zu zerschlagen, um denen irgendwas zu verbieten, um die nach der Revolution zu enteignen oder sonstiges. Ja? Wenn das dem Staat gehört, dann haben sie unter Umständen noch nicht einmal mehr das. Ja? Insofern wäre meine Antwort tatsächlich, dass solche großen Datenmengen in zentraler Verwaltung so oder so immer eine Machtkonzentration sind, die eigentlich zu groß ist, um mit demokratischen Prinzipien noch vereinbar zu sein. Und dabei wäre es eigentlich egal, ob diese Datenmenge sich in der Hand des Staates befindet oder in der Hand von Google oder Facebook. Ich glaube, dass es grundsätzlich eine Menge von Macht ist, die wir eigentlich in der Geschichte der Menschheit noch nicht hatten. Ja, also früher hat sich Macht irgendwie vielleicht in Zerstörungsmöglichkeiten ausgedrückt, die ein Staat hatte durch irgendwelche Atomraketen oder so. Ja. Das sichert relativ viel Einfluss in diplomatischen Beziehungen oder so. Das gibt aber zum Beispiel nicht eine direkte Möglichkeit, ihr Denken und Handeln in ihrem Alltag zu steuern. Und das hat Facebook halt für irgendwie so und so viele Milliarden Menschen. Und ich kann mir einfach keine stärkere Macht vorstellen und ich glaube, dass sie in niemandes Händen gut aufgehoben wäre. Und eigentlich kann man wahrscheinlich sagen, wenn man sich die Staaten der Erde anschaut und sagen würde, okay, stattdessen geben wir jetzt die ganzen Daten, nehmen wir die Facebook weg und geben die jeweils den Regierungen der Länder, in denen die Menschen wohnen, wären der größere Teil der Menschen echt schlecht dran. Also man muss schon anerkennen, dass für viele Länder im Zweifelsfall, die jetzt, wo, sag ich mal, nicht die Gefahr besteht, dass sie eine Demokratie verlieren, weil sie keine haben, dass es in diesen Ländern relativ gut ist, dass diese Daten bei Facebook sind. Fragt sich halt noch, wie lange. Und trotzdem ist auch das nicht gut. Lassen wir so ein bisschen ins. Also es wäre sinnvoll wäre, diese Datenmengen gäbe es nirgendwo. Okay, danke schön. Weitere Fragen aus dem Publikum? Vielen Dank für den richtig inspirierenden Vortrag. Ich will noch was anmerken. Joda hat genau eine wichtige Frage gestellt. In China ist es so, und ich glaube, Sie wollten keine chinesischen Verhältnisse in Amerika, sondern dass es die großen Firmen besitzen und offensichtlich mit Deutschland noch sehr stark quasi in die Macht mit den großen Firmen und so weiter. Und wir sitzen systemisch dazwischen im Moment. Wir arbeiten mit Datenschutzverordnungen und solchen Dingen und wir überlegen, wie können
kann man ja quasi in diesem Europa von den anderen Mächten, wo rechts und links abgewiesen wird, sozusagen da überleben oder ein eigenes europäisches Modell vielleicht gestalten könnten. Aber vorhin auch die andere Frage wegen der Zerschlagung. Es gibt einen historischen Fall, Rockefeller, der hat seinerzeit auch mal stand er vor einer Zerschlagung und dann kam er auf die geniale Idee, wie man quasi aus der Zerschlagung noch eine größere Möglichkeit entwickeln kann, aber das ist jetzt heute ein bisschen und das ist schon einige Zeit lang her. Aber jetzt kommt meine eigentliche Frage. Ich glaube, dass wir Macht begreifen müssen und ökonomische Systeme. Und ich setze da tatsächlich auf Citizen Engineering, sozusagen, das es ja schon seit dem 19. Jahrhundert gibt. Und ich glaube, dass die Bevölkerung im Rahmen, also der Bürger, so wie wir es halt einfache Cowboys sozusagen. Wir müssen quasi systemisch dazu lernen, unser eigenes Urteilsvermögen im Sinne von Wissen zu schärfen. Und ich glaube, das sind solche Veranstaltungen wie diese und ähnliche sehr notwendig, wenn wir hören die Daten, was sind urbane Datenräume und so weiter und so fort. Und da helfen uns nicht nur allein, dass wir sagen, okay, Daten sind das Gold dieser Erde, das sozusagen aktuell, begreifen können, was sind Ströme, was sind Datenströme, Kulturströme und die ganzen Dinge. Und ich glaube, und das ist meine persönliche Meinung, wir sind genau jetzt in so einem ganz interessanten Scheidepunkt, wo die Ökonomie schon ein paar Mal mehr quasi die Umgebung, sagen wir mal, der Welt umrundet, im Sinne von viel, viel mehr Vermögen, das zirkuliert, als es überhaupt tatsächlich Vermögen gibt. Und im Moment sind ja Leute wie Sie und Ähnliche da tatsächlich unterwegs und fragen sich halt immer, wollen wir so weitermachen oder wollen wir dann moderne Sklaven werden? Ich finde den Begriff der Ökonomie in dem Zusammenhang noch recht wichtig und würde da vielleicht anmerken, diese sozialen Netzwerke, über die wir im Prinzip gerade unsere Debatten stattfinden lassen. Bis vor sehr kurzer Zeit hatten wir auf dieser Welt nicht die eigentliche Grundvoraussetzung für Demokratie, dass nämlich eigentlich auch alle Menschen gleichermaßen Zugang zu einer Öffentlichkeit haben. Wir haben eigentlich in der Theorie der Demokratie immer gesagt, naja, okay, durch die Öffentlichkeit, durch Journalisten, durch Medien erfolgt das Korrektiv des politischen Geschehens, das Korrektiv der demokratischen Institutionen. Und eigentlich war aber diese Öffentlichkeit unter der Kontrolle von sehr wenigen. Ja? Irgendwie ein paar Zeitungsverlagen, vielleicht noch ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder so und das war's dann. Und diese Zeitungsverlage waren davon abhängig, sich mit Werbung zu finanzieren und so war dann auch der ökonomische Einfluss wieder gesichert. Prägend war dafür so ein bisschen der Begriff dieser Agora, auf der sich alle treffen und dann sich austauschen können. Und ich glaube, es gab so einen ganz kurzen Augenblick dieses Internets, wo es fast greifbar schien, dass wir das einmal haben würden. Ja, dass wir uns alle irgendwie in Austausch treten können, mit dem anderen Ende der Welt sprechen können. Aber unsere jetzige Agora ist im Prinzip ein Privatgebäude, das zugepflastert ist mit Werbung. Und das auch darauf ausgerichtet ist, dass wir Werbung bekommen. Und das spezifisch auch darauf ausgerichtet ist, dass wir eine Umgebung dargestellt bekommen, die uns selber sehr genehm ist. Das heißt, die Aluhut tragenden Verschwörungstheoretiker Rechten können in ihre eigene Agora gehen und müssen sich nicht mit irgendwelchen anderen Leuten auseinandersetzen, die, was weiß ich, irgendwie in eine Kirche gehen oder so, eine andere komische Vorstellung vom Leben haben. Und so können wir quasi unsere getrennten Agoren haben und entwickeln darin unsere eigenen Realitäten und politischen Forderungen. Und das paradoxe Ergebnis ist, dass wir genau nicht in diesen Austausch treten, dass wir genau nicht irgendwie rationaler und argumentativer miteinander umgehen, sondern dass irgendwie das Internet dadurch, dass es uns alle zusammengebracht hat, paradoxerweise dazu führt, dass wir uns irgendwie ferner werden als je zuvor.
Und das wird irgendwie etwas sein, was wir lösen sollten. Meine Frage bezieht sich nochmal auf die Zentralisierung von Daten und Diensten. Es klingt so, als wäre die Lösung so die Dezentralisierung von Daten. Gibt es Bereiche, wo die Zentralisierung von Daten notwendig ist? Wir hatten zum Beispiel das selbstständige Fahren angesprochen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es notwendig ist, eine gewisse Zentralität zu haben. Also ist es vorstellbar, all das dezentral zu gestalten oder gibt es da gewisse Grenzen? Also ich glaube schon, dass, also der allgemeine Zusammenhang scheint eigentlich zu sein, dass sich alles auch immer dezentral bauen lässt. Dummerweise ist es ein bisschen schwieriger. Und außerdem geht dadurch häufig der ökonomische Anreiz verloren. Also mit dem autonomen Fahren bin ich mir nicht ganz so sicher, also was jetzt wirklich dezentral wäre. Es ist so, dass jetzt natürlich nicht alle Autos zentral von einem Rechner gesteuert werden sollen, sondern geht man jetzt in so Überlegungen wie Edge Computing und solche Scherze, die dann quasi dezentral sind. Ich würde einfach zentral aber definieren als gehört einer Institution oder ist unter einer zentralen Kontrolle. Und dann sind natürlich auch solche vernetzteren, dezentraleren Ansätze immer noch zentral nach meiner Definition. Wenn ich mir föderierte Systeme anschaue im IT-Bereich, haben die primär den Nachteil, dass sie sich nicht schnell weiterentwickeln können, weil sie Kompatibilität zu alten Standards halten müssen, Beispiel E-Mail. E-Mail ist ein dezentrales System. Man sieht, was daran scheiße ist. Ja? Und man sieht auch vor allem, dass sie das mehr oder weniger seit 20 Jahren nicht nennenswert weiterentwickelt hat. Nehmen wir demgegenüber zentralisiertere Systeme, die können erstens sehr viel besseres Funding für ihre Unterfangen bekommen. Die können die Entwicklung des Systems mit einem Businessmodell verbinden und die können in der Regel mit einer einfacheren technischen Lösung das Gleiche erreichen. Also in der Regel lässt sich das gleiche Problem zentralisiert einfacher lösen als dezentral. Und das führt dann ärgerlicherweise dazu, dass sich auch in dezentralen Systemen leider so eine Zentralisierungstendenzen ergeben. Zum Beispiel für denjenigen, der es dann am besten löst. Also auch E-Mail ist heute ja zu, weiß ich nicht, wie viel Prozent bei Gmail angelagert. Also auch die reine Dezentralität ist noch kein Garant dafür, dass das System auch dezentral bleibt. Und was wir eigentlich brauchen, wäre ein komplett anderes Anreizsystem, das es quasi bestraft, zu viel davon zu kontrollieren. Das wäre irgendwie das Anreizmodell, was wir bräuchten. Ich weiß nicht genau, wie das aussehen könnte. Ich habe aber den Eindruck, dass es bisher noch niemand erfunden hat. Aber das wäre, glaube ich, so der Friedensnobelpreis, irgendwie ein dezentrales System zu entwickeln, das in einer Anreizkonstellation ist, die dafür sorgt, dass es für alle Teilnehmenden quasi im Interesse ist, nicht zu viel des Systems zu kontrollieren. Und das, glaube ich, erscheint mir nach heutiger Kenntnis fast wie ein Verstoß gegen fundamentale Prinzipien der Machtgier und Geldgier von Menschen. Aber wenn man da eine Konstellation findet, die das wirklich dann verhindert und dadurch das dezentrale System stabilisiert, dann ist das irgendwie so the next level.